Na, endlich. Schon, du kommst nicht mehr. Ich streik's am Flughafen. Der Wahnsinn. Papa ist schon seit gestern sowas von aufgeregt. Ach, und ich erst. Es gibt etwas, was ich sagen muss. Hast du eine Bank ausgeraubt oder was? Komm mit. Viel krasser. Darf ich? Wie ihr alle wisst, hat unser heutiges Fest einen besonderen Anlass. Ich bin nicht mehr der Jüngste und meine Krankheit letztes Jahr hat mir das dramatisch gezeigt. Deswegen haben mein Freund und Geschäftspartner Burkhard und ich beschlossen, dass Frank ab nächstem Jahr meinen Platz in der Firma übernehmen wird. Darf ich dich um ein paar Worte bitten? Danke, Papa. Ich freue mich, dass ich nach so langer Zeit endlich mal wieder hier sein kann. Zu Hause. Papa, ich weiß, dass du immer nur das Beste für mich wolltest. Und die Übernahme der Firma, das ist wirklich ein Riesenvertrauensbeweis. Es ist nur so, ich kann das einfach nicht. Ich habe auch das Studium vor 2 Jahren abgebrochen und ich habe dich deswegen angelogen und das tut mir leid. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Aber Junge... Warte. Es gibt noch etwas. Papa, ich bin schwul. Und ich liebe einen Mann. Und wir werden heiraten. Immer. Prost!